Am Vorabend des Ersten Weltkriegs in einem Wiener Kaffeehaus. Gerade sind der österreichische Thronfolger und seine Frau in Sarajevo erschossen worden. Die nächsten mehr als 7 Stunden werden wir Geschichte und das Drama des Ersten Weltkriegs live miterleben, mit allen Sinnen, vom Tag bis in die tiefste Nacht. Beim österreichischen Theaterberserker Paulus Manka gibt es kein Entkommen. Stell dir vor, es ist Krieg und du gehst hin. Es wird in verschiedenen Schauplätzen gleichzeitig gespielt. Wir haben also diese große Halle hier, die ein Glücksfall ist. Sie ist nämlich aus dem Ersten Weltkrieg. Sie stammt von 1917, wo die lieben Deutschen diese Halle in Nordfrankreich erbeutet haben. Und dann haben sie es komplett abgebaut und hier auf der Insel Gartenfeld in Siemensstadt haben sie es wieder aufgebaut. Eigentlich müsste sie also Frankreich-Halle heißen, wurde ab 1918 in Berlin aber fälschlich als Belgien-Halle bezeichnet. Bis Ende der 90er Jahre fertigte Siemens hier Telefonkabel. Seit 2002 steht sie leer. Jetzt verwandelt sie Paulus Manka auf 16.000 Quadratmetern in eine gigantische Theaterlandschaft. Dafür hat er unter anderem extra einen Lokführerschein gemacht und Schienen verlegen lassen. Denn per Zug holt Regisseur Paulus Manka die Zuschauer aufs Schlachtfeld. Und ab geht's mit Marschverpflegung in die Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Anlegen und an Russen da schießen. Als Zuschauer sind wir mittendrin und nicht nur dabei, in den Abgründen des Kriegs. Aber zwischendurch peppeln einen die Schauspieler immer wieder auf. Regelmäßig gibt es einen kleinen Imbiss oder ein Glas Wein zwischendurch in die Handlung integriert. Das ist gut so. Mit allen 5 Sinnen kann man diesen Abend tatsächlich genießen. In der Küche werden Zwiebeln angeröstet und wird Speck gereicht dem Publikum. Und sie können auch die Requisiten angreifen. Es gibt hier ein Lazarett, es gibt eine Küche, ein Bad, einen Salon. Da teilt sich die Handlung auf und ein paar Schauspieler gehen dorthin und einige gehen dorthin und die anderen gehen in die Küche. Und jetzt muss der Zuschauer selber entscheiden, wofür er sich interessiert. Er hat mehr davon, wenn er sich selbst investiert, wenn er sozusagen sein eigener Regisseur wird und dann einen Abend sieht, den außer ihm kein anderer sieht. Für die Schauspieler und Schauspielerinnen wie Iris Schmidt sind die mehr als 7 Stunden ein gewaltiger Kraftakt. 220 Szenen spielen und singen sie, in viele unterschiedliche Rollen schlüpfen sie. Man bereitet sich vor wie auf einen Marathon eigentlich, also die Proben trainieren einen darauf hin, um das dann am Ende durchzuhalten. Also ich liebe es, Themen zu behandeln, die wirklich aus unserer Geschichte kommen, die real sind, reale Figuren zu spielen. Nach 4 Stunden Spieldauer ist der österreichische Kaiser tot und die Zuschauer werden zum Leichenschmaus gebeten mit Original-Wiener Schnitzel. Alles inklusive Wein im Kartenpreis von 115 Euro inbegriffen. Erste Zuschauereindrücke. Sehr intensiv, das ist die Erfahrung und auch beglückend. Es war eine super spannende Erfahrung, muss ich sagen, gerade so mal mittendrin zu sein im Theater. Ich habe vorhin gedacht, so ein Meisterstück einfach, das ist Wahnsinn. Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus in der Inszenierung von Paulus Manka. Ab heute bis 12. September in der Belgien-Halle Gartenfeld, jeweils freitags bis sonntags ab 18 Uhr.